bekommen. Es ist Montagmorgen, Mittag, Montagmorgen, Mittag oder so. Gestern bin ich geflogen, es war irgendwie so Chaos am Hamburger Airport. Also die Schlange von den Sicherheitskontrollen waren so lang, die haben extra durchgesagt. Manche standen irgendwie 3 Stunden, so viele haben ihren Flug verpasst. Ich war 5 Minuten vor Boarding dann da, ne, 5 Minuten nach Boarding. Aber wir sind eh eine halbe Stunde zu spät losgeflogen. Deswegen ging das. Ja, jetzt bin ich hier gut angekommen, habe gestern alles gut gefunden, bin jetzt im Hotel und war gerade einkaufen, deswegen gibt es jetzt einen Haul. Erstmal hier, Müller, Kaffee, Espresso, Macchiato, richtig geil. Ich habe auch eben beim Frühstück schon 2 Cappuccino getrunken. Die waren auch richtig gut, also ich habe hier im Hotel auch Frühstück. Genau, dann habe ich hier also Reiswaffeln mit Paprika-Geschmack, also das finde ich wild. Ja, dann 3-mal den grünen Monster. Cola Light, dann Monster Ultra Water Lemon, kenne ich noch nicht, bin ich gespannt. Dann so ein random Peeling von Rossmann, weil ich habe mein Peeling vergessen. Und ein paar Proteinriegel. Ja, sagen wir mal nicht zu. Ich werde euch jetzt gleich eine Roomtour geben, dann geht es für mich zum Sport. Und dann werde ich ein bisschen arbeiten und heute Nachmittag dann hoffentlich fertig sein und die Stadt ein bisschen erkunden. Ich bin eigentlich relativ zentral, haben die gesagt. Also die Lage ist, glaube ich, auch echt gut. Ich will mir das Parlamentsgebäude angucken. Downtown, Margareteninsel. Vielleicht will ich dieses eine Therme hier. I don't know. Aber auf jeden Fall hat das Hotel hier oben... Mein Hotel hat auch im 6. Stock so einen Spa-Bereich. Ist eigentlich auch ganz geil. Auch mit Terrasse und Jacuzzi und so. Naja, aber Roomtour. Also hier kommt man rein. Da ist so Garderobe. Da habe ich jetzt Schuhe. Gehen wir mal ins Bad. Also erstmal, hier cool, ist ein Spiegel und ich brauche die Karte für Licht. Wo ist die Karte, wo ist die Karte? Genau, dann geht's hier ins Bad. Ich war gestern auch schon duschen, richtig geil. Also Dusche ist so offen, werde ich schon noch Fotos machen. Klo und hier halt so Waschbecken, Spiegel. Also ich finde das Bad voll nice. Dann geht's hier so weiter, hier ist Fernseher, da ist so Schreibtisch. Und Leute, wie random ist das, ist voll gut für mich. Hier. Einfach das Neue Testament. Danke dafür. Dann ist hier, okay, das habe ich schon alles vollgemüllt mit meinen Fitnesssachen. Hier hat man noch so Schubladen, da habe ich so Technik und Sonnenbrillen drin. Einen kleinen Kühlschrank, was auch echt nice ist, so für die Energy Drinks und so. Hier ist Schrank, Decken. Und dann ist hier das Bett. Da steht auch schon das Ringlicht. Und ich zeige euch nochmal meinen View. Also ich habe hier so französische Balkonmäßig, eigentlich ganz cool. Und das ist die View, also finde ich jetzt eigentlich auch ganz solide. Genau, that's it. Ich räume jetzt ein bisschen auf und dann geht's zum Sport. Nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me.
to your hands a plan. Your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the fucking hours it takes to get some power. Don't be fucking sour, take a cold shower. Scream until you're louder, work until you're prouder. And fuck all the doubters, they're just fucking downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I'm just telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems. Man, it's hard to be seen when everybody wants to be king. Yeah, they all wanna ring. Yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring. How you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart? Are you mean? Got some scars, got some needs. Are you willing to go bleed?